Nochmal die Krawatte zurechtdrücken und dann kann sie beginnen, die erste Sitzung des neuen Parlaments. Traditionell eröffnet der älteste Abgeordnete die konstituierende Bundestagssitzung, in diesem Fall der frühere Bundesforschungsminister Heinz Riesenhuber von der CDU. Erste Handlung des neuen Parlaments, die Wahl des Bundestagspräsidenten. Nach 30 Minuten steht fest, der Alte ist der neue Präsident, Norbert Lammert von der CDU. Ich darf Sie fragen, Herr Dr. Lammert, nehmen Sie die Wahl an. Herr Präsident, ich nehme die Wahl gerne an. Herzlichen Glückwunsch. 622 Abgeordnete zählt der 17. Bundestag. Während die SPD 76 Sitze verlor, ist die FDP deutlich gewachsen, von 61 auf 93 Mitglieder. Unter ihnen ist Oliver Luxig. Der 30-jährige Saarländer sitzt zum ersten Mal im Bundestag. Das ist natürlich eine ganz, ganz spannende Erfahrung. Und man nimmt das auch ein bisschen mit Demut an, dass man jetzt hier wirklich eine wichtige Aufgabe hat, gerade noch als Teil der Regierungskoalition. Seit 10 Jahren ist Luxig in der FDP. Nun will er sich vor allem im Bereich Verkehr und Europapolitik profilieren. Der Ehrgeiz des Neuabgeordneten ist groß. Es besteht schon die Gefahr, dass man hier unter so einer Glocke letzten Endes lebt. Das politische Leben ist natürlich das eine. Es ist natürlich wichtig, dass man schon auch noch sich Zeit nimmt. Auch das merkt man schon am Anfang. Das fällt sehr schwer für das Privatleben. Ich glaube, man braucht einfach hier einen Ausgleich. Und dann kann man auch mit Dankbarkeit, mit Demut hier die Aufgabe ausfüllen. Doch Luxig freut sich auf die kommenden 4 Jahre. Nach der Vereidigung der Minister und der Wahl Angela Merkels zur Bundeskanzlerin wird es ernst für seine Partei und Schwarz-Gelb.